Es gibt noch eine Bedingung. Ich wurde aufgefordert, Sie zu fragen, ob Sie und Ihre Leute bereit sind, von Zeit zu Zeit die Gedanken der Botschafter anderer Völker abzuhören und uns über die Erkenntnisse zu informieren. Das sollen wir tatsächlich für Sie tun? Ja, das erwarten wir von Ihnen. Das muss ich rundweg ablehnen. Ich bin inzwischen zu Kompromissen bereit, die ich früher einfach nicht für möglich gehalten hätte. Aber das... Mir ist immer noch ein Rest von Anstand geblieben, Jakar. Auch wenn unser Geschäft dadurch platzt, das kann ich nicht. Und nun möchte ich Sie nicht länger belästigen. Warten Sie, Lüther. Es gibt diese Bedingung gar nicht. Ich wollte nur sehen, wie weit Sie gehen würden. Hätten Sie ja gesagt, wäre unser Geschäft geplatzt, denn ich hätte Ihnen nicht mehr trauen können. Nein, war die richtige Antwort. Wir sind uns also einig? Ja, wir sind uns einig. Achtung, Sprungantrieb wird aktiviert. Alle Frequenzen scannen, Bild und Ton aufzeichnen. Alles zum Abkoppeln vorbereiten. Sobald Sprungsequenz eingeleitet wird, lösen wir uns und fliegen ins Trümmerfeld. Zwischen den vielen umhertreibenden Trümmerteilen wird man uns vielleicht nicht entdecken. Befehl bestätigt. Computer? Wurde alles aufgezeichnet? Alle Video- und Audioaufzeichnungen wurden bereits abgespeichert. Ständiges Notsignal senden. Befehl bestätigt. Wird der Pilot sich wieder in meditativen Zustand versetzen, um Luft zu sparen? Negativ. Ich werde wach bleiben und ich werde beten.